Du warst doch nicht. Gott. Am Ende der Straße steht dein Haus am See. Ich hab gefurzt, ne? Oh! Was? Was? Das ist Real Talk, der salzigste Chip, der existiert auf der ganzen weiten Welt. So, Freunde, um es Philipp, grüßt euch recht herzlich mit einem kräftigen Moment zu einem ganz, ganz, ganz besonderen Video. Ihr seht schon an der Location, wir haben viel Sand und ein Tor. Das heißt, wir machen eine Beach-Fußball-Challenge und das mache ich nicht ganz alleine, denn ich habe zwei ganz, ganz, ganz besondere Gäste. Und ich darf zu meiner Linken und zu meiner Rechten Jordan und du bist Kind, Bruder, ja. Wir machen heute eine klassische Beach-Soccer-Fußball-Challenge mit drei verschiedenen Übungen. Doch die Übungen erkläre ich nicht selber, sondern dafür habe ich auch einen ganz besonderen Gast, den ich hier reinbitten darf. Cornelius! Cornelius! Er ist einfach in Kacke gefallen. Wir haben hier ein Tor und das muss befüllt werden. Deswegen haben wir den besten Keeper aus ganz Bochum hergerufen, nämlich Jay! Siehst voll gut aus, ja. Und wir brauchen, echt? Ich schwöre, ja. Wir sehen aber gleich aus. Ja, deswegen, ja. Echt? Oh mein Gott, wir haben eine Bestrafung! Oh mein Gott! Wir haben eine Bestrafung! Nein. Ey, das ist unfair, Bruder, ja. Wir haben den salzigsten Chip in ganz Deutschland am Start. Und der Verlierer der Challenge wird den am Ende essen. Mit dem salzigsten Chip aller Zeiten. Ach. Wir spielen jetzt Only Nets. Wir haben hier was vorbereitet. Der Omid hat schon angefangen zu erklären. Das heißt, jeder muss immer einmal schießen. Und der Ball muss in der Luft am Netz treffen. Das heißt... Junge, wie soll ich doof? Wir verstehen Englisch, Bruder. Kein Latte, kein Pfosten und keine flachen Bälle. Es muss immer in der Luft ins Tor reingehen. Das hast du sehr schön erklärt. Danke. Ein Applaus für Cornelius. 3, 2, 1. Ja, only genau net, so. Bruder, only net. Komm, ich mach direkt only weiter. Net. Zack. Okay, du bist. Mach mal jetzt. Ich muss nicht mal was machen, der geht doch rein. Ich schau auf alles only net. Wisst ihr, aus welchem Land das kommt? Ja! Oh, das Bruder, gut, Bruder, ich schwöre, Joachim, gib mir hoch. So, Omid, ich will eine Leistung sehen. Ich will heute, dass Sammy rausfliegt, ja? Aber mit Hügel bauen darf man, ne? Okay, stark. Hol den Ball jetzt! Er hat sich zum Mund gemacht. Du warst doch nicht. Guck mal jetzt. Oh! Ist raus, ne? Ist raus, oder? Nein! Wir haben eine Bestrafung, Bruder. Weil der gerade Streambaus gemacht, aber ohne Bestrafung, Bruder. Du bist richtig, Dribbler, ne? Ja, lach mal nicht. Oh, lach mal nicht, ja, Bruder. Ja. Egal zu welcher Zeit. Bitte. So, Omid! Torwart, wie geht's dir? Oh, Bruder, gefällt mir aber, ja? Ich schwöre, gefällt mir, ja? Der war sehr, 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 sehr knapp. Oh mein Gott. Ansage, Jordan schafft dritte Station nicht. Niemals. Bruder, sag niemals nie. Guck den Zuschauer an. Er macht Watchparty. Komm. Bruder, wie schießt er? Bruder, locker aus dem Bein, Bruder. Wie schießt er? Was ich vergessen habe zu sagen, der Erste, der rausfliegt, kriegt minus 5 Punkte. Der Zweite, der rausfliegt, kriegt plus 5 Punkte. Und der Erste kriegt 6 Punkte. Oh, deine Fresse! John, du bist... Nimm uns kurz mit! Freunde, ihr müsst euch vorstellen, ich habe studiert, mal chemisch-kalische Forschung im dritten Semester. Über die Diagonale rechts rein in den Winkel, da treffen wir immer die Partikel und deswegen sollte man auch einfach 3 Meter Anlauf nehmen und sollte den dann vertikal reinschießen. Das ist sehr gut für die mathematische Formel. Und deswegen zeige ich euch das einmal kurz, wie das geht. Du hast eins, den Proton und die Elektronen zwei, vergessen. Mathematik nennen wir A² plus C² gleich. Oh. Was meinte ich? Maul. Wenn ich den treffe, dann habe ich gewonnen. Scheiße, ja! Gott. Am Ende der Straße steht dein Haus am See. Omid trifft kein Tor, ich kann es gucken sehen. Omid trifft, ach, Omid trifft... Ah! Ey! Nochmal. Kennst du Per Mertesacker? Schüre. Oh mein Gott. Kann die Liebe doch grenzen. Ah. Ey! Hey, dies. Guck, was ich mit dir mache in 6 Monaten. Ich hab gefurzt, ne? Ja! 1-0 für mich! Ich schwöre, ich lüge nicht, aber dieser Salzchip ist das ekelhafteste, was es aktuell auf dem Markt gibt. Hotchip wurde verboten, der sauerste Chip wurde verboten, dieser Salzchip, die checken das noch nicht, das ist das Ding. Und wir starten mit der zweiten Challenge. Die zweite Challenge ist Fallrückzieher. Fallrückzieher, das ist die zweite Challenge. Wir werden gleich ein Hütchen aufstellen, dann werdet ihr sehen, von wo wir einen Fallrückzieher machen können. Ich würde sagen, diesmal mit Torwart. Der Torwart darf ins Tor gehen und... Der Thomas Müller zu kommen! Schau, alle. Fuck, für Eli. Wie hat der? Was ist das für eine Krabbe im Tor? Auf einmal kannst du Bälle halten, ne? Oh, stark aber. Ach, Bruder, ich hab ein drittes Arschloch, Junge, ja.
Oh, oh Digga, schicken! Stark! Yes! Und das ist wichtig! Jordan ist jetzt dran. Jordan muss nach. Weißt du, was durch meinen Kopf geht? Schweigen und genießen. Was? Du hast nicht geredet, du Bruder. Hast gemacht. Normal, Bruder. Du hast Bruder. Nicht geredet, du hast gemacht. Scheiß in die Kamera. Für wen? Für Andy Geller! Ja! Ey, warum freue ich mich? Warum freue ich mich? Da. Junge, ich sag doch, Bruder. In der 90 Minute so, Omer schießt, Omer macht und kein Tor. Nee, gar nichts. Ey, guck mal. Dann hast du die Challenge gewonnen. Ich mache jetzt einen Trick, der wird noch in die Geschichte eingehen. Genau hierhin. Genau. Das darf nicht anders sein. Jungs, wir müssen jetzt zusammenhalten, ja? Spielst du all. Ey, der war nicht. Stark, Omet. Gib mal den Ball her. Ich zeig dir mal kurz, wie das geht. Guck mal jetzt. Was? Was? Guck mal, der Ball getippt hat. Ich schwöre auf alles, Bruder. Der war ganz easy, ganz klar. Der war so geil. Komm, wir gehen in den Punkt. Mein Gott, Mann! Ich mach das mal wieder, ja? Challenge geht an mich. Sammy hat den Punkt bekommen. Das heißt, es steht 1-1-0. Wie meinst du das? Bin ich auf einmal letzter Platz? Du bist letzter, ja. Jetzt geht's um die letzte Chance, Bruder. Ja. Also, dafür gibt's natürlich die letzte und dritte Challenge. Die letzte und dritte Challenge ist Elfmeterschießen, aber natürlich nicht normal. Elfmeterschießen, blind. Blindes Elfmeterschießen. Boah, sag noch einmal blind. Wenn man einfach Englisch blind. Reden will, obwohl man kein Englisch kann. So warte, sag noch einmal. Blind. Challenge entscheidet alles. Okay. Wir machen nicht blind, wir drehen uns einfach. Zähl mal, Bruder, weißt du, was 15 Mal ist, Bruder? Dann bist du am Fliegen. 8, 9, 6. Lass 10 machen, 10. 10. Okay. Sun Dev, komm. Stark, Bruder, genau so will ich das sehen. Immer weiter, immer weiter. 2, 3, 4, 5, 8, 10. 10. Boah, stark. Komm, Jungs, 11. Zähl nochmal, Junge. Oh, Bruder, mir geht's nicht gut. Dann mach doch langsam. Oh mein Gott. 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10 John. Oh, stark, Digga. 5, 6, 7 und jetzt 10. Jetzt erst schießen. Was? Was? Du kommst was rein! Sag! Du musst! Was denn? Du musst jetzt schießen! Chat, wenn Jordan dich trifft jetzt, dann hat er die Challenge verloren. Was? Dann musst du den Salzchip essen. Glauben Sie denn das? Das reicht! Ich hab das jetzt akustisch nicht verstanden. Das reicht! Oh, ich kotze gleich, hör mal auf, Bruder. Mir geht's nicht gut. Ich verfasse, mir geht's nicht gut. Mach doch mal, Bruder! Ich kann doch nicht mehr! 10! Hey! Ja! Nein, Bruder, lüg mich nicht an! Jordan ist der Verlierer der Challenge, Freunde! Und er muss den Salzchip essen! Was? Du musst den Salzchip halt essen! Halt die Fresse, Junge! Du hast. Du hast doch nicht mal. Du hast doch nicht mal. Halt doch mal! Ey, 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 oh mein Gott! Oh mein Gott! Er dreht durch! Er dreht durch! John dreht durch! Das ist noch nicht das Ende des Videos, aber das Ende von diesem Standort hier. Wir kommen später zur Bestrafung, wo Jordan den salzigsten Chip auf der ganzen Welt essen wird. Oh mein Gott. Das ist der Salzchip, den ich schon vorher erwähnt habe. Das ist Real Talk, der salzigste Chip, der existiert auf der ganzen weiten Welt. Den muss mein Bruder Jordan jetzt essen. Auch generell kann man, glaube ich, diese Salzchip-Challenge machen, so wie die Hot-Chip-Challenge, wieder markieren und dann... Der kann so gut reden, ne? Ehrlich. Also du kannst halt gerne, du kannst den, glaube ich, eh überall erwerben. Auch in irgendwelchen Online-Stores, ich glaube, so Candy-Shops und so haben den auch. Das macht so richtig Projekt. Kennst du, wenn du in der Schule so einen Vortrag hältst? Richtig coole Sache, Digga. Ja, die werden auch öfter bei euch in den Challenges dann vertreten sein, ne? Wie? Ich glaube, das ist unser bester Freund, Bruder, ja? I hope you're ready for unforgettable salty experience. If you want to win the challenge, you have to eat the whole chip. If you will feel like you have drunk a lot of seawater. Good luck, my friend, man. Good luck, come on, good luck, good luck. Please don't eat. Oh mein Gott, Charlie! Alter, du kleiner Ochse, Junge! Oder Omet, ich hab Angst vor sowas. Ja, auch, geil. Ich schwöre, ich hab Angst vor sowas. Herr Rüth hat auch geil. DJ Ötzi und die 7 Wolfen. Oh mein Gott, Bruder! Alles im Mund, alles. Was ist das für ein Minecraft-Figur, Junge, ja? Alles on the clock. Some lights on was. Some lights on was. Ey, was ist deine Kulanz? Oh, Junge, das ist ein Mikrofon auseinander. Ich hab verschwunden. Das ist. Ey, runterschlucken, Bruder. Hau mal in die Kamera. Ey! Der Typ ist besessen, oder ja? Der Typ liegt mir an, ganz anderen Dimension. Ich schwöre, ich kann mir nicht vorstellen, wie das ist.
Also er hat lieber Salz im Mund als diesen Chip, oder? Das ist ein Zeichen. Digga. Ich glaube, er muss kotzen. Okay, Freunde, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sehr, sehr stark von Jordan, dass er durchgezogen hat. Falls ihr gerne solche Challenges sehen wollt mit dieser Bestrafung, dann schreibt mir sehr, sehr gerne in die Kommentare. Danke an Sam, danke an Jordan, danke an Cornelius, danke an Elias und danke an James. Das war's, haut rein, ciao, wir sehen uns.